Und darum habe ich halt sehr lang habe ich keine Fotos können machen und auch keine Videos können machen mit Frauen. Bis etwa ich 20 bin. Als ich 20 bin, habe ich so meine erste richtige Freundin gehabt. Die hat noch daheim gewohnt und ich hatte also ganz frisch so eine Videokamera gehabt. Ich habe sehr gerne gefilmt und so und habe das Fernsehen geschafft. Und dann hat sie irgendwann, läutet sie mir so um 6 Uhr oben an und sagt, hey, komm jetzt oben zu mir, ich habe Strom frei. Und nimm deine Videokamera mit. Wir wissen, was kommt. Wir haben alte Videos von mir geschickt. Nein, natürlich nicht. Sondern wir haben etwas gemacht, das ist heutzutage völlig normal. Aber damals ist es so etwas Spezielles. Wir haben eine Sextape gemacht. Wir haben das gefilmt. Und ich muss sagen, es war der Wahnsinn. Aufgrund von dieser Kamera bin ich so animiert gesehen. Es war so wild, so animalisch. Ich habe mich so gefühlt wie Leute mit der Paarung. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Leute sich paaren. Aber es ist so. Das Frauenleuli, das tut sich so auf alle Vieren parat legen und tut dann langsam alle Vier so ausbreiten und geht somit das körperliche Einverständnis im Männerleuli, im Gegensatz zu Schweden, wo man ein schriftliches Einverständnis braucht, das körperliche Einverständnis für das Männerleuli, das Frauenleuli zu besteigen. Und das Männerleuli kommt dann langsam von hinten, steigt auf sie drauf und tut dann so, ich will nicht sagen bissen, eher so ein bisschen spielerisch schnappen. Im Nacken schnappen und während er dann so langsam durch die Dringe von so einem Knochen so. Und ich habe in dem Moment wirklich gefühlt wie ein Mann allein in der Paarung. Ich bin der Simba! Ich habe sogar noch mit dem Schwanz gewendet. Das war der Wahnsinn. Beste Nacht von meinem Leben. Nächsten Morgen wache ich auf und denke so, beste Nacht von meinem Leben. Und du hast sogar auf Kamera. Gerade in meinen Augen. Was ich da gesehen habe, sind nicht zwei Löwe mit der Paarung gesehen, sondern eher zwei Schildkröten. Das schlimmste Video von meinem Leben. Zum Glück ist nach 90 Sekunden auch vorbei.